Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen jetzt zum Tippspiel am Montag. Mit selbstverständlich Uwe an meiner Seite. Jawohl, da bin ich wieder. Wir sind wieder da. Bald sitzt er hier mit Krone, kann man schon von ausgehen. Boah, gut, diese Saison ist meine Saison. Ja. Lief ganz gut. Uwe, nur 5 Spieltage. Ja. So schnell kann es irgendwie dann doch auf einmal gehen. Eigentlich ist es viel zu schnell. Was macht man danach? Mein Gott. Ja, was macht man danach? Wir haben schon Pläne, natürlich kommt auch noch die WM, die wir tippen. Ja gut, aber die ist ja noch ein bisschen. Das jetzt am Freitag die DFB-Pokalprognose, die nehmen wir gleich hier im Anschluss. Ach, genau. Auf. Oh, ja, DFB haben wir auch noch. Ja, also die ist mir ganz wichtig geworden. Nee, die haben wir auch noch, genau. Aber jetzt? Ja, erstmal Bundesliga. Kommen wir zur Bundesliga. Und ich habe wieder vergessen, wer anfängt. Du darfst anfangen. Das ist ja ein Grund, also anfangen. Aber ich kann ja mal anfangen. Fangen wir gleich mit der ersten Begegnung an. Nur Samstagsbegegnung haben wir. Selbstverständlich, warum? Jetzt am Freitag ist Karfreitag. Stimmt. Deswegen keine Spiele. Ja, deswegen haben wir. Am Samstag spiele und am Sonntag. Richtig, das ist jetzt mal so. Ja, ist auch nicht voller Schlimm. Nö. Gut, ich fange mal mit der ersten Begegnung an. Und das ist hier dann Mainz gegen Stuttgart. Oh, das haben Mainz, die jetzt nach einem Rückstand verloren haben. Ja. Und Stuttgart, die gegen Dortmunder, die auch nicht so stark waren, aber auch nur 2-0 verloren haben. Die haben jetzt nicht so ein schlechtes Spiel gezeigt, wie ich gelesen habe zumindest. Nein, soll nicht so. Das Spiel habe ich leider jetzt auch nicht gesehen. Aber das ist halt immer so. Ja. Bei denen ist es halt auch mit der Chancenverwertung. Das hatte ich, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt. Nicht so wirklich weit her. Das ist das, was ich merkwürdig finde, dass sie das nicht hinkriegen. Das kriegen sie einfach nie angestellt. Ja. Aber ich muss jetzt ja trotzdem mal trotz alledem tippen. Ich werde jetzt hier auch nochmal alles geben. Ich hoffe auch nochmal gute Punkte zu holen. Jo. Dann 3, 2, 1. 2-1. 2-1. So kann ich keine Tipps. Aber, na gut, da kann ich ja nichts für. Mein Tipp steht ja immer dann schon, ich überlege, was kann ich tippen? Wo liegt für mich da irgendwo? Ja, ich gehe ja mal dabei aus, oder sage ich auch schon, bei Stuttgart ist es die Chancenverwertung, die einfach schlecht ist. Ich sage das mal, das ist für mich so schlecht. Darum, und bei Mainz ist es halt so, die nutzen schon ihre Chancen und machen ihre Tore dann auch. Ne? Auch hinten müssen sie dann nur vielleicht etwas besser und kompakter stehen. Gut, dafür stehen sie hinten nicht ganz so. Aber ich finde aber, da ist eher das Problem, das Umschaltspiel manchmal. Ja, das ist manchmal, das läuft da nicht so gut. Ja. Das funktioniert dann nicht. Ne? Da sind die Lücken dann auch, die sich ergeben für andere Mannschaften. Aber trotz alledem machen sie dann auch irgendwo mal ihre Tore schon. Ja, das nächste Spiel brauchen wir keine Tafeln. Das Spiel heißt Dortmund gegen Wolfsburg. Ich kann auch schon sagen, warum, denn Uwe hatte einen festen Tipp. 3-1 hat er schon am Anfang der Saison getippt, gewinnt Dortmund gegen Wolfsburg. Würdest du das unterschreiben? Ich habe meinen Tipp sowieso also schon. Also bei Dortmund ist es für mich immer so ein bisschen dieses Hin und Her. Gut, Wolfsburg hat ja gewonnen. Ja. Da haben sie halt, war nicht, lief gut, ja gut, der Gegner war jetzt auch nicht so, fanatisch. Aber ich würde wahrscheinlich, vielleicht hätte ich nicht so hoch getippt, aber ich hätte wahrscheinlich. Ja, ich tippe das gleiche wie jetzt gegen Stuttgart 2-0 für Dortmund. Gut, das ist eine, ich glaube, ich hätte auch eher ein Tor weniger getippt, aber ich hätte wahrscheinlich schon auch mehr auf Dortmund, glaube ich, schon. Ja. Wie dann darfst du auch schon weitermachen. Jetzt kommt die nächste Begegnung. Okay, boah, das ist Augsburg-Hertha. Ja, Hertha fand ich jetzt, da muss ich immer so sagen. Was ich nicht verstehe, weil Magath legt immer Wert auf Fitness. Und dann verstehe ich nicht in so einem Spiel, dass die irgendwie nicht mitgehen und irgendwie kaputt sind, so gefühlt. So vom, also vom wenn man das so sieht. Wenn ich das mal vom Spielerischen an erzähle, ist das für mich nichts. Es ist einfach nichts. Es ist kein abwehrtechnisch zu langsam, wenn sie mit zurückgehen. Ja. Die Abwehrspieler, dann Mittelfeld auch nicht so richtig, nach vorne geht gar nicht. Also es läuft überhaupt nichts bei denen. Ist egal, wo du jetzt ansetzen würdest. Finde ich jetzt, das ist meine Ansicht. Was ich jetzt gesehen habe, weil ich kann das beurteilen, weil ich das Spiel gesehen habe. Sonst könnte ich das ich habe nur gelesen und Highlights gesehen. Also gesehen habe ich das Spiel und deswegen kann ich sagen, also ich fand, das Spiel war nicht wirklich. Also es lief auch nicht wirklich. Gut, da ist natürlich auch einen Gegner gehabt, ist ja ein Stadtdöden. So wie Union natürlich eine gute Mannschaft. Ne? Ja. Ja, ich muss überlegen, was tippe ich denn da? Ja, es ist schwierig. Ach, alles gut. Eigentlich muss Hertha Punkte holen, keine Frage. Ist so. Eigentlich schon, das stimmt. Ich bin mal gnädig heute. Gut. Okay. 3, 2, 1. 2, 1. Foto. Ich geh mal unentschieden. Ja. Aber das mache ich auch nur, weil ich gnädig bin.
und denkt, ah komm, die müssen Punkte holen. Die müssen einfach mal einen Punkt holen, obwohl das auch viel zu wenig ist. Aber ich traue dir nicht mehr zu im Moment. Ja, das ist ja das Problem. So. Die tut sich schwer. Ja. Ja, kommen wir aber zu zwei Mannschaften, die finde ich stark in der Saison spielen auch. Freiburg gegen Bochum. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Begegnung, weil ich finde, das ist so ein bisschen doch 50-50. Mhm. Freiburg steht zwar oben in der Tabelle, die spielt aber insgesamt immer konstant. Bochum gefällt mir aber auch von der Spielweise auch her. Beide haben im Pokal gegeneinander gespielt, da hat Freiburg gewonnen. Jetzt geht er auch am Freitag hier auch auf den Pokal natürlich ein. Richtig, richtig. Haben sie und das ist auch so, aber das ist immer noch wieder eine andere Sache, ja, natürlich. Wenn du jetzt in der Bundesliga spielst. Da muss man, glaube ich, wieder sagen, da gibt es kleine Unterschiede. Da gibt es hier Unterschiede für mich. Mhm. Ja, was ist ich habe mal einen Tipp gemacht, weil dann schnell. Guck mir die beiden Mannschaften an und denke, yo. Da sind ein paar schwierige Sachen für mich bei. Keine Ahnung. Ich muss die auch, oder? Ja. 3, 2, 1, 3, 2. Ich tippe auf einen Unentschieden. Okay. Ich versuch's mit dem Unentschieden. Ich habe bislang immer auf die Heimmannschaft getippt. Ich habe 4 Siege für die Heimmannschaft getippt. Ja, ist gut. Mal gucken, ob es im nächsten Spiel anders ist, Uwe. Ja, das Top-Spiel. Top-Spiel, genau. Gladbach gegen Köln, das ist bestimmt nicht schlecht, das Spiel. Das ist ganz, ganz, ganz interessant, könnte das werden. Man muss ein bisschen über Gladbach reden, finde ich. In dem Fall, weil gegen große Mannschaften oder auch andere kleinere Mannschaften spielen sie schlecht. Natürlich gegen Fürth hat man jetzt 2-0 gewonnen. Ja, gut. War jetzt auch nicht so geil, ne? Ja gut, aber obwohl sie gewonnen haben, war es kein gutes Spiel von denen, nee, finde ich auch. Also zweite Halbzeit fand ich wieder, war wieder, oh nicht wirklich. Nee. Nicht gut. Erste Jahr, finde ich auch gut, kann man sagen, jo, geht. Aber zweite war auch nicht wirklich. Nee, das deswegen. Kam auch nicht wirklich. Also da fehlt alles, da dass man Druck auch die Leistung bringt über 90 Minuten. Ja, das fehlt einfach komplett. Die abzurufen, dass sie dann auch da weitermachen, wo sie auch gerannt hätten, normalerweise noch höher gewinnen müssen. Aber du... Von daher, jetzt haben sie natürlich Köln. Köln ist jetzt natürlich auch schon wieder so eine Mannschaft, wo ich denke, Leute, aber ich werde jetzt mal was riskieren. Oh Gott, wenn du das gesagt hast und ich habe genau zu dem Zeitpunkt aufgehört zu schreiben. Ich habe das Gefühl, wir haben den gleichen Tipp. Das weiß ich nicht. Ich wette mit dir sogar darum. Ich wette mit dir. Du hast ja nicht bei mir drauf gehabt und ich nicht bei dir. Nee, du kannst im Video sehen, wie unsere Hände aussehen beim Schreiben. Ja. Ich wette mit dir, wir haben das gleiche. Ja, dann werden wir es jetzt gleich erledigen. 3, 2, 1. 1, 3. 2, 3. Okay. Fast. Fast. Aber fast mit 3 steht. Ja. Kannst mal sehen. Du hast ja gleich Gedanken zu. Ja, deswegen. Nun denn, dann darf ich die nächste Begegnung ansagen, die da heißt Bielefeld gegen Bayern. Ja, Bayern tut sich schwer. Jetzt liegt der Fokus natürlich auf die Champions League. Man hat verloren gegen Villarreal. Gut. Bei Bielefeld fehlt natürlich der Torjäger schlechthin Fabian Klos. Ist natürlich auch bitter, dass dann nicht der Stammstürmer spielt. Man hat aber trotzdem Ersatz. Man muss, wie schon bei Bayern aber dabei sehen, selbst wenn sie mal ein Spiel nicht gewinnen, ist das auch so. Punkte, die haben ja noch einen gewissen Vorsprung in der Runde. Ja. Das heißt, du kannst auch mal ein Spiel verlieren oder unentschieden spielen, macht ja eigentlich nichts. Gut, das eine oder andere Spiel. Jetzt ist ja erstmal Villarreal dran. Ja gut, das ist natürlich der Fokus liegt natürlich da drauf. Und dann am Wochenende. Jetzt ist natürlich die Frage, wo liegt der Fokus jetzt hier in der Bundesliga, ne? Wenn du jetzt in Bielefeld spielst, ist das da, ja okay, ich will jetzt mit allen, aber unbedingt gewinnen oder wenn ich gewinne, ist gut, wenn nicht, ist auch so? Ich weiß es nicht. Oh, das ist für mich irgendwie ein bisschen schwierig gerade. ich weiß es nicht. Ach komm, ich tippe mal was ich eigentlich nie wirklich tippe. Ich hab. Na, ungewöhnlicher Tipp. Okay, dann sage ich mal. 3, 2, 1, 0, 2. 0, 1. Weil ich tippe eigentlich nie Leute. Oh, das ist ja echt eine Seltenheit bei dir. Das ist eine Rarität. Ich tippe eigentlich nie die 0 so wirklich. Ja. Passiert auch sehr selten. Ich tippe auch, aber 0, 1 und 0, 2 habe ich tatsächlich tendiert. Ja, Leute, wir machen wir doch weiter. Nächste Begegnung. Das ist Union Berlin gegen Frankfurt. Ja, über Frankfurt muss man reden. Warum? Jetzt Donnerstag ist das Rückspiel. 1-1 hat man zu Hause gespielt gegen Barcelona. Richtig starkes Spiel, ich habe es gesehen. Ja. Es war ein tolles Spiel, muss ich zugeben. Frankfurt hat richtig toll gespielt und auch mutig nach vorne und nicht sich
so ein bisschen versteckt vor einem großen Namen wie Barcelona. Das muss ich auch sagen. Also das hat mich auch überrascht, dass die da so rangehen. Die haben immer noch die Chance, aber ich drücke denen so die Daumen, dass die es auch am Donnerstag schaffen. Motiviert, dass sie so motiviert waren, das ja. Hat man ja gesehen. Und jetzt ist die Frage, können sie das dann nach hinten auch nochmal umlegen und zurück sagen, okay, wir machen nochmal. Ist schwierig, aber eigentlich denke ich schon, dass das möglich wäre, aber jetzt ist es ja auf diese Bundesliga bezogen. Mhm. Glaubst du denn, die schaffen es gegen Barca? Es wird auf alle Fälle schwer. Ja. Ich glaube, es wird schwer. Aber ich drücke den so die Daumen. Aber ich würde es ihnen irgendwo auch gönnen, dass sie vielleicht das schaffen. Ja. Eigentlich würde es ihnen eigentlich gönnen. Okay. Aber ob es ist. Ah, du schwer. Darfst dann. 3, 2, 1. 2, 2. 2, 1. Ich glaube doch. Und gehst du auf Union? Ich gehe auf Union. Weil sie jetzt auch gegen Hertha gefahren haben. Ich habe Union jetzt spielen. Ja, gut. Aber da ist jetzt. Das kann man vielleicht nicht ganz werden. Aber ich die Spielweise von Union, also das könnte schon sein, dass sie da die Nase leicht vorne haben werden. Ja, okay. Und dadurch, dass sie jetzt das Fokus ja vielleicht auch eher dann auf die legen. Und das, weil sie jetzt ja wieder das Rückspiel gegen Barcelona haben, vielleicht eher darauf gehen. Aber gut. Nun denn, so mein gehe ich auf die letzte Begegnung, die ich jetzt ansagen darf, die da heißt Hoffenheim gegen Fürth. Ja. Hoffenheim steht oben, kämpft ein bisschen auch noch mit um die internationalen Plätze. Ich weiß nicht, ob sie es schaffen, weil Köln rückt auf, Union auch jetzt wieder, Mainz ist auch in Startweite und Frankfurt auch. Also es wird dann noch so ein Kampf, finde ich, so zwischen Platz 5 bis 9, kann man sagen. Da ist es so relativ eng beieinander. Ja, das ist so. Die stehen alle recht dicht beieinander. Also da oben noch so, bis auf den ersten. Gut, natürlich hätte ich jetzt, wäre jetzt das Spiel Hoffenheim-Leverkusen, Hoffenheim-Leipzig oder Hoffenheim, Bayern oder so, hätte ich vielleicht anders getippt. Ja, aber Fürth. Es ist halt Fürth, muss man ja leider sagen. Aber Fürth. Ja, ist eben Fürth, ne? Was soll man denn sonst sagen? Ja, leider. Was wollen wir jetzt da Wunder erwarten? Ich glaube. Ey, man muss sagen, das Wunder war überhaupt, dass sie aufgestiegen sind. Und das freut mich für die Mannschaft. Und die haben Punkte geholt, auch gegen große Gegner. Die haben gegen Leipzig unentschieden in der Hinrunde gespielt. Haben auch gute Punkte gemacht, wenn ich mich an die Saison erinnere. Damals das will ich auch nicht sagen, haben sie auch. Fürth, aber es ist zu wenig für eine erste Liga. Du hast einfach nicht. Und die Möglichkeit. Du hast auch nicht den Kader, der da ist, doch durchschlagen könnte. Da müsstest du natürlich noch hier und da was dran drehen. Und das ist wahrscheinlich auch jetzt ja sowieso eh zu spät. Hätte man vorher schon machen müssen und da hat es wahrscheinlich auch schon gehabt. Da fehlt dir vielleicht auch ein bisschen das Geld. Ne? Gut, dann sehe ich mal und sage 3, 2, 1. Ich habe nur 2, 1. 3, 1. Okay. Und da fehlt es dann auch her. Ist schade für die zweite Liga, klar, wird es reichen. 13 hat es ja auch gereicht, wird es wahrscheinlich danach auch weiter reichen. Erste ist eine Nummer zu hoch. Aber gut, die haben jetzt einmal geschnuppert, haben geguckt. Genau. Haben alles gegeben. Teilweise auch nicht schlecht gespielt, haben wir ja auch schon mal, drüber eingegangen. War ja eine super Sache. Ne? Gut, aber trotz allem habe ich das letzte Spiel jetzt nochmal vor. Leverkusen-Leipzig. Hätte auch so ein Top-Spiel sein können. Platz 3 gegen Platz 4. Oh, da wird es auch zur Sache gehen. Das ist so ein Spiel, wo ich denke, Leipzig spielt jetzt natürlich auch noch in der Europa League gegen Atalanta, war ja auch nur ein 1-1. Müsste es dann natürlich auch noch ein bisschen was geben. Atalanta ist echt so der Deutschland-Schreck. Hat Leverkusen geschlagen, könnten jetzt Leipzig natürlich auch rauskegeln. Also da bin ich auch sehr erstaunt drüber eigentlich. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen. Aber stark, muss man ja auch sagen. Echt stark. Musst du erstmal schaffen. Ja. Und jetzt muss man das nicht vergessen, sind die auch aus der Champions League. Die waren in der Champions League auch wie Leipzig und sind abgestiegen. Also von daher, die spielen schon gut. Ja, was tippt man da jetzt? Beide starke Dinger. Also das ist für mich so ein Spiel, was ich auch nicht. Was soll ich da tippen? Ich weiß, dass du jetzt schon getippt hast. Genau mit dieser Aussage, die du gerade getätigt hast. Jetzt muss ich da eigentlich gegenwirken. Dann müsstest du dagegen wirken. Das ist nicht das gleiche Tipp. Ich habe aber noch nichts aufgeschrieben, ne? Ich weiß doch safe, was dein Tipp ist. Ich kenne dich. Ja, aber ich weiß, was du tippst. Du hast zwei Mannschaften. Was willst du da tippen? Ja, aber ich weiß, was du tippen wirst. Wenn du zwei gleichwertige Mannschaften hast, dann tippst du natürlich das. Und das tippe ich jetzt natürlich nicht. Weil ich bin jetzt gespannt, was du tippst. Alter, ich wollte was erstes sagen. Gut, dann darfst du. 3, 2, 1. Ja, 2, 3. 2, 1. Okay. Ich wollte erst mal einen Cheat tippen. Natürlich, du wolltest 2-2 tippen. Hatte ich auch gesagt.
Ich denke, Mann, das sind zwei gleichwertige Mannschaften. Ja. Das ist für mich so schwierig. Und das ist auch schwierig zu tippen. Ja. Aber dann denke ich, ach komm, Leverkusen soll die Punkte mitnehmen. Also will ich jetzt, dass Leverkusen gewinnt. Fertig. Juli, und mit diesen Worten darfst du auch anfangen, deine Ergebnisse. Dann bin ich jetzt mal heute als Erster dran in meine Ergebnisse. Da fange ich mal mit dem Ersten an. So. Das ist Mainz-Stuttgart 2-1, Dortmund-Wolfsburg 3-1, Augsburg-Hertha 2-2, Freiburg-Bochum 2-2, dann Gladbach-Köln 2-3, Bielefeld-Bayern 0-1, Union Berlin gegen Frankfurt 2-1, Hoffenheim führt 3-1 und Leverkusen-Leipzig 1-2-1. Kommen wir zu meinen Tipps. Mainz-Stuttgart 2-1, Dortmund-Wolfsburg 2-0, Augsburg-Hertha 2-1, Freiburg-Bochum 3-2, Gladbach-Köln 1-3, Bielefeld-Bayern 0-2, Union Frankfurt 2-2, Hoffenheim für 2-1 und Leverkusen gegen Leipzig 2-3. Jo. Uwe, wir haben danach jetzt noch 4 Spieltage zu tippen. Ja. Ja, gut. Dann, also wir gehen immer mehr zum Ende der Saison hin. Ich bin sehr gespannt, was noch passieren mag in der Bundesliga, also, in anderen Ligen, international. Das werden wir sehen, international, Bundesliga sowieso. Wobei jetzt hier in der Bundesliga wird es vielleicht nochmal interessant. Nach unten hin wird sie noch was tun, in der ersten Bundesliga, meine ich. Ja. Weil die ja nun auch da wird sie vielleicht, wer nun schon absteigt, das kann man ja schon sagen. Also einer zumindest. Ja. Das davor weiß man nicht, muss man gucken, Relegation. Ja. Oben weiterhin, das ist auch noch interessant. Ab Platz 1 ist ja nicht, ab Platz 2 sage ich da eher mal. Ja. Da wird sich auch noch das eine oder andere tun. Glaube ich auch. Da kann wird sich sein. Auch noch ein bisschen was. Ja. Aber so, das ist nochmal interessant zu gucken. Und international, oder international auch nochmal, was da so jetzt noch passiert. Euroleague. Oder Champions League ist auch vielleicht nochmal was. Ja. Oder Pokal jetzt, was wir jetzt ja auch genau. Nochmal ansteht. Genau, perfekte Überleitung. Wir werden das jetzt gleich im Anschluss hier dran aufnehmen. Das heißt, das Video kommt für euch am Freitag, weil ja nächste Woche, Dienstag, Mittwoch ja die Pokalspiele sind. Da reden wir gleich drüber. Ja. Von daher, gebt diesem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Aber nicht vergessen, Glocke aktivieren. Wir wünschen euch eine angenehme Woche mit der Champions League, mit der Europa League, mit der Conference League. Also Champions League auf DAZN zu schauen und das, jetzt muss ich überlegen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr welches Spiel, ich glaube das Bayern-Spiel ist auf Prime ansehbar. Ja. Das Rückspiel, das Hinspiel war es nicht, das Rückspiel. Nee, und wenn ihr RTL Plus habt, könnt ihr auch die Europa- und Conference League schauen. Mhm. So viel für das kann ich sagen, kann ich gleich bestätigen. Genau. Ja. Das war's von unserer Seite aus. Eure Tipps unten in den Kommentaren, wir wünschen euch eine schöne Woche, wir sehen uns am Freitag schon wieder. Und bis dann bleibt uns noch zu sagen, Anschlag auf Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde, bis zum nächsten Mal rein. Und tschüss. Macht's gut, wir sehen uns. Auf alle Fälle viermal.